In diesem Video zeige ich euch gemeinsam mit dem Henry, wie ihr aus nur 4 Zutaten gesunde, rohvegane, köstliche Zimtschnecken herstellen könnt. In diesem Video findet ihr noch 4 weitere Inspirationen, wie man diese 4 Zutaten variieren kann. Das sind reife Bananen, 10 Stück an der Zahl. Aus einer Banane können wir 3 rohvegane kleine Zimtschnecken herstellen. Das heißt, bei 10 Bananen macht das 30 kleine, köstliche, gesunde, leckere Zimtschnecken. Die Bananen werden natürlich geschält und dann wird jede Banane 2-mal längs vorsichtig durchgeschnitten. Und so würde dann zum Beispiel eine Banane aussehen, die in 3 Teile längs durchgeschnitten wurde. Ich habe jetzt alle Bananen klein geschnitten. Ich habe also jetzt hier 30 Bananenstreifen und die lege ich auf die Dürrebenen meines Dürrgerätes. Ich nutze dafür den RevoTry. Und dann lasse ich das Ganze ca. 6 Stunden dürren. So sieht dann eine Dürrebene aus, wenn sie mit Bananenstreifen belegt ist. Ich dürre normalerweise bei 40 bis 45 Grad. Allerdings habe ich mir so in letzter Zeit angewöhnt, wenn ich frisches Dürrgut in das Dürrgerät schiebe, dass ich auch erstmal die Temperatur auf 60 Grad hochstelle, weil in diesen verschiedenen Lebensmitteln, die man dürren will, ist ja am Anfang recht viel Flüssigkeit enthalten. Da kann man das auch auf 60 Grad hochstellen. Dann verdunstet die Flüssigkeit und das Dürren geht einfach schneller. Und dann nach 1-2 Stunden drehe ich dann die Temperatur auf 45-40 Grad zurück. Und so werde ich das jetzt auch hier bei diesen Bananenscheiben machen. Ich stelle die Temperatur erstmal bei 60 Grad ein, so für circa eine Stunde. Und dann geht die Temperatur, also dann stelle ich die Temperatur weiter runter auf 40-45 Grad. Was auch noch wichtig ist, das habe ich fast vergessen zu erwähnen, die Bananenstreifen nach der Hälfte der Dürrzeit umzudrehen, damit alle Seiten gut antrocknen. Wichtig ist, dass die Bananen nicht zu sehr durchtrocknen, aber auch noch nicht zu feucht sind, sodass sie ein bisschen eine gummiartige Konsistenz haben, die man dann ebenso zu Schnecken rollen kann. Ihr seht, ich habe jetzt die Zeit eingestellt. Es sind jetzt noch 53 Minuten und die Temperatur steht bei 60 Grad. 4 der 6 Dürrebenen des RevoTry sind jetzt mit diesen Bananenscheiben belegt. Auf der untersten Ebene befinden sich Paranüsse, die habe ich ca. 22 Stunden in Wasser eingeweicht und dürre sie jetzt wieder trocken. Okay, wir haben jetzt hier 4 Äpfel. Die sind relativ groß, wenn du das mal selber mit deiner Hand vergleichst. Dann haben wir den leckeren Zimt von Lebensbaum. Und zwar ist das hier, das müsste der Ceylon-Zimt sein. Genau, Ceylon und Cassia-Zimt, also der ist gemischt. Sehr, sehr lecker. Und dann haben wir hier noch 13 Declinur-Datteln in Stein. Und die Zutaten kommen jetzt alle in den Mixer. Die Äpfel schneide ich jetzt im Prinzip noch ab. Also die kommen ohne das Mittlere in den Mixer rein. Und dann füge ich noch den Zimt und die Datteln hinzu. Dann wird das gemixt. Und dann streichen wir das auf die Bananen und wie es dann weitergeht, zeigen wir euch dann gleich. Das ist jetzt das Grundrezept, also für einen alleine. Wenn man jetzt für mehrere Leute das zusammen machen möchte, dann ist es besser, man nimmt, sage ich mal so, die doppelte bzw. die dreifache Menge. Speziell bei Zimt und bei Dattel, das könnt ihr euch selber einteilen. Also je nachdem, wie süß ihr das mögt, könnt ihr noch viel, viel mehr Datteln hinzufügen. Oder halt auch mehr Zimt. Das Gute an dem Zimt ist, dass es den Blutzuckerspiegel ausgleicht. Und für Menschen, die so Probleme haben, Zucker zu verdauen, ist das halt eine sehr gute Variante, um das auszugleichen. So, jetzt haben wir alles in den Mixer reingemacht und das wird jetzt schön vermixt. Voilà, so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Die gedörrten Bananen sind jetzt auch schon fertig. Wir haben sie jetzt auf 2 Dürrebenen gelegt. Und jetzt ist das große Rollen dran. Auf diese Bananen streicht der Henry diese Dattel-Zimt-Apfelmasse.
alles aufgerollt. So, ihr könnt das jetzt im Prinzip so machen, dass ihr bloß eine Bananenhälfte zusammenrollt. Oder ihr übertreibt es noch ein bisschen und nehmt noch die nächste Hälfte und rollt das noch weiter. Dann könnt ihr das schön so groß machen, wie ihr möchtet. Umso größer werden die Rollen. Das ist jetzt eine roh vegane, gesunde Zimtschnecke. Ihr könnt natürlich auch, das haben wir jetzt beim letzten Potluck gemacht, ihr könnt auch ganz viele Bananenscheiben nebeneinander legen. Und dann macht ihr eine Schicht mit der Soße oben drauf und dann legt ihr wieder eine Schicht Bananen oben drauf. Das ist wie ein Auflauf dann, ne? Genau, wie ein Auflauf. Zimtschneckenauflauf. Zimtschneckenauflauf, genau. Also ohne Schnecken. Da könnt ihr mit ein paar Zutaten ganz viele Rezepte zubereiten. Vier Zutaten, ne? Ja. Fantastisch. Ganz einfaches Rezept. Und wie du auch schon erwähnt hast, mit dem Zimt, was das unterstützt, ja. Ne? Ja. Um den Blutzuckerspiegel in Balance zu halten. Und vor allen Dingen mit dem Zimt, den wir euch gezeigt haben, weil wir haben ja auch schon sehr, sehr viele Zimtsorten ausprobiert. Und ich muss sagen, von allen Zimtsorten, die ich bisher hatte, ist das echt die beste Zimtsorte. Aber probiert es einfach aus. Das ist echt sehr, sehr lecker. Zack. Das ist vor allem auch was für Menschen, die Getreide nicht so gut vertragen. Mhm. Oder Weizen. Oder auch Fett. Oder Fett. Die fettarmen leben wollen. Oder Nüsse oder sowas. Oder auch schleimfrei leben wollen. Nach Arnold Ehret. Also das wäre ein Rezept, was auch dem Arnold Ehret gefallen würde. Ja. Ja, vor allen Dingen auch, wenn man einfach mal nicht nur Lust hat, weil es gibt ja viele, die einfach das Obst so essen und dann kommt man irgendwann mal an diesen Punkt, wo man merkt, so, oh, ich habe jetzt nicht nur Lust, nur einen Apfel zu essen oder nur eine Banane, ich möchte mir gerne mal wieder was Besonderes machen oder was ein bisschen mehr so einen an die alten Gerichte erinnert von damals. Mhm. Oder auch, wie wir das gerade kürzlich, als du das erste Mal zubereitet hattest, bei einem Potluck für Freunde. Ja. Na, da bereiten wir auch gerne was zu. Manchmal kompliziert, aber es darf auch sehr einfach sein, so wie dieses Gericht. Ne? Ja. Wie Apfeltaschen, also auch so schön warm. Und auch vom Geruch her riecht das wie so eine Apfeltasche. Ach, du filmst schon. Ja, der Henry, der war jetzt hier schon am Essen. So sieht dann das Endergebnis aus. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr esst es direkt so, schön frisch, oder ihr macht es nochmal für eine halbe Stunde in den Dehydrator rein, dann wird es nochmal noch ein bisschen warm und dann schmeckt es wirklich so wie Apfeltasche. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Nom nom. Okay, ihr Lieben, eigentlich soll es bloß ein Rezept werden. Jetzt haben wir ja schon zwei, im Prinzip die Zimtschnecken und dann noch den Kuchen, den wir angesprochen haben. Und dann dachten wir uns, wir machen gleich noch ein drittes und wahrscheinlich auch noch ein viertes Rezept dazu. Und zwar ist das ein Mixbecher voll mit Bananen. Mit gefrorenen Bananen. Daraus machen wir Eis. Und hier ist natürlich die Soße, die wir euch schon gezeigt haben. Also aus Apfel, Zimt und Datteln. Genau, korrekt. Was ihr jetzt auch machen könntet, ihr könnt jetzt auch, das ist jetzt das vierte Rezept, ihr könntet diese Soße nehmen und euch hier noch Äpfel reinraspeln und noch ein paar Bananen reinschneiden. Oder was wir auch schon hatten, Apfel in Spalten schneiden und die Soße dippen. Genau, das ist auch gut. Hast du schon 5 Rezepte aus 4 Zutaten? Krass. Genau, und das mixen wir jetzt zu Eis und dann nehmen wir einfach ein bisschen was von der Soße und machen das aufs Eis drauf und dann habt ihr ein perfektes Eis mit Apfel-Zimt-Soße. Das Eis ist fertig, richtig schön cremig, unglaublich, aus nur einer Zutat. Reifenbanner, cremig und köstlich. Und dieses Eis gibt es jetzt mit der Apfel-Dattel-Zimt-Soße. Ich habe schon mal vorgekostet, die Eisportion mit der Apfel-Dattel-Zimt-Soße ist fertig und Henry hat auch hier noch ein bisschen Zimt darüber gestreut. Schmeckt wirklich fantastisch. Wer Vanille zu Hause hat, kann auch noch ein bisschen Vanille drüber streuen, wenn er das möchte. Das haben wir vergessen. Ja. Also Vanille passt natürlich auch gut. Vanille und Zimt. Mm. Oder wer halt noch ein paar Trockenfrüchte mag, kann auch noch ein paar Rosinen drüber streuen oder klein geschnittene Datteln. Dann habt ihr so eine Müsli-Konsistenz.